Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Beim letzten Mal haben wir hier in der Tonlong-Steppe im nördlichen Bereich um Krives rum einige Quests erledigt. Und die wollten wir jetzt heute abgeben. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Quests. Damit werden wir direkt mal anfangen. Taiho! Was gibt's? Die Motive der Mantis. Die vielen Jackhaare am Körper dieses Mantis deuten auf eins hin. Er ist vom Niusau-Tempel gekommen. Wir setzen unsere Reise Richtung Westen fort, Kriegerin. Alles klar, wir bekommen Armplatten. Handgelenke, mal gucken. Parieren Meisterschaft? Nee, da sind unsere besser. Würde ich sagen, nehmen wir mal die hier, die geben uns mehr Gold. Und einen Rückschlag für die Mantis. Wir stehen in eurer Schuld, Gnomen. Alles klar? Und Niusaus Weisheit. Niusau, der schwarze Ochse, ruht sich im Tempel im Westen aus. Er weiß vielleicht, warum die Mantis angreifen. Er weiß vielleicht sogar viel mehr als das. Ich werde am Niusau-Tempel zu euch stoßen, Kriegerin. Wir dienen. Okidoki, dann schauen wir mal, wo können wir hier noch Quests abgeben? Hier vorne. Wir sind die Wächter auf der Mauer. Natürliches Antiseptikum. Stimmt schon, das ist eine schmutzige Arbeit, aber bei weitem nicht so schmutzig wie Gräber aushebeln. Bitteschön, 5 volle Muschanblasen. Eure schmutzige Arbeit hat heute möglicherweise das eine oder andere Leben gerettet, Gnomen. Alles klar? Die Mauer darf nicht fallen. Der Feldrüstungsschmied. Ich weigere mich auch nur einen von uns wegen einer kaputten Rüstung fallen zu lassen. Alles klar, 120 Fragmente. Und was bekommen wir dafür? Ausgezeichnet, ich werde die Rüstung heute Abend reparieren, wenn die meisten zurück sind. Alles klar. Einmal Füße, die sind sogar besser als unsere, das ist schön. Und ja, Meisterschaft und Tempo. Nehmen wir mal die hier, rüsten wir auch direkt wieder aus. Achtet auf die Schatten. Wir sind klasse. Nimmt uns ein bisschen ausweichen, aber alles andere steigt extrem an, das ist sehr, sehr schön. So, das können wir einmal sortieren. Und ein verbesserter Verband. Alles gut gelaufen da draußen, Mary Lee. Ja, bitteschön, 11 Mauweiden für dich. Das sollte reichen. Die Charopan sind dankbar für euren Beitrag, Mary Lee. Alles klar. Dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles abgegeben, oder? Ich drücke hier gerade wieder wild alle möglichen Tasten. Ja, wir müssen zum Niusau-Tempel. Dann machen wir das mal. Wo war denn hier das Portal? Jetzt schauen wir mal. Gab es hier nicht irgendein Portal? Ansonsten können wir da, glaube ich, auch einfach rüberfliegen, oder? Müssen wir uns ja nicht unbedingt hinporten lassen. Das geht ja auch eigentlich ganz gut so. Hier unten haben wir noch eine Quest, sehe ich gerade. Hallo. Kumu, die Armbrust meines Vaters. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Ich kam hierher, um meinen Vater im Tempel zu besuchen. Gleich nach meiner Ankunft erblickte ich das grässlichste Wesen, das ich je zu Gesicht bekommen habe. Es war ein Mantis, der mit der Armbrust meines Vaters direkt an mir vorbeilief. Meinem Vater ist etwas zugestoßen. Wir müssen herausfinden, was. Doch vorher brauchen wir seine Armbrust. Ich habe gesehen, wie er nach Westen gegangen ist, hinter den Tempel. Kommt bald zurück. Alles klar, dann schauen wir mal. Da hinten ist er. Besorgen wir uns mal die Armbrust von seinem Vater. Und dann schauen wir mal, wo sein Vater sich aufhält. Was ist das hier für ein Zeichen? Rüstmeister für Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte. Okay. Was macht ihr hier? Oh, ihr seid aggressiv. Das ist mir schon ein bisschen bewusst, aber... Vaters Armbrust. Achso, den müssen wir tatsächlich töten. Ah ja, dann machen wir das doch glatt. Einmal anstürmen. So, schauen wir mal. Oh, die machen schon ordentlich Schaden, wenn man das mal so sagen darf. Müssen wir mal schauen, dass wir hier schleunigst einen von denen umbringen. Weil das tut weh. Das tut definitiv weh und ich glaube, da sollte ich auch... What the fuck? Die übertreiben so ein bisschen mit dem Schaden, wenn ich ehrlich sein soll. What the fuck? Okay. Mal schauen, das kriegen wir schon irgendwie hin, Freunde. Einen von denen müssen wir halt möglichst schnell töten, dass wir uns hier heilen können. Nee, das ist krass, wie die hier rumspucken. Okay, das hat hingehauen. Sehr gut. Machen wir ihn noch schnell. Ja, da würde ich gern rauslaufen. Ach Gott, das verlangsamt einen aber auch extrem. Das ist der Wahnsinn. Alles klar. Scheint hingehauen zu haben. Wunderbar. Und diese Spritzer, die tun echt richtig krass weh. Da muss man richtig schnell rauslaufen.
Bevor das hier extrem stackt, das ist natürlich gar nicht geil. Wir haben die Armbrust, sehr schön. Dann können wir zu ihm zurückkehren. Mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Da vorne an der Brücke war der, ne? Genau, hier unten irgendwo müsste der sein. Ja, da ist er auch schon. Was macht ihr gerade? Habt ihr sie gefunden? Ja, bitteschön. Ja, das ist Vaters Armbrust. Gehen wir zum Tempel hinüber. Dort werden sie wissen, was... Kumos Stimme versagt. ...ihm zugestoßen ist. Okay. Wo geht ihr hin? Er kommt mit. Die laufen aber allesamt irgendwie mit uns mit. Das ist... freaky. Okay, mal gucken. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Da vorne müssen wir hin, alles klar. Kriegsrufer, die greifen uns an, oder? Ja, tun sie. Schauen wir mal, fliegen wir mal hier hinter. What the fuck, das ist ein lustiges Tier. Niusau, der schwarze Ochse. Der schaut cool aus, den hätte ich gerne als Reittier oder so. Ogo, der Jüngere. Niusaus Weisheit. Euer Shadowpan-Genosse hat sich mit mir unterhalten. Ja, Niusau weiß, weshalb die Mantis angreifen. Er ist aber nicht bereit, es euch zu erzählen. Noch nicht. Alles klar, dann werden wir uns wohl ein wenig bei ihm einschleimen müssen. Niusaus Preis. Niusau ist der Besitzer einer Statuette. Statuette, die er über alles schätzt. Eine kleine Ikone nach seinem Ebenbild, gemeißelt von einem seiner vor langer Zeit gefallenen Wächter. Diese Statuette wurde vor kurzem von den Sratik Mantis gestohlen und in ihr Lager nördlich von hier gebracht. Bringt die Statuette zurück, dann geben wir euch und eurem Charupan-Genossen die Antworten, die ihr begehrt. Alles klar? Die nächste Runde geht auf mich. So, dann nehmen wir hier auch nochmal die Quest an. Unbrauchbares Jack. Kann man hier unbrauchbare Jacks eintauschen? Kann mir hier wohl jemand weiterhelfen? Helft Blausattel, Ersatz für sein unbrauchbares Jack zu bekommen, okay? Aber das ist doch nicht unbrauchbar, das ist voll süß. Blödes Viech. So. Wie ihr seht, ist das ein gestörtes Jack. Geht nur hin, Gnome, und versucht es zu streicheln. Wen sollen wir denn von denen streicheln? Streichel Rutas sanft. Okay, Rutas, machen wir mal. Oh. Er mag das scheinbar. Oh. Okay, er mag es scheinbar doch nicht. Seht ihr, böses Jack, mach weiter, Gnome, versucht es zu füttern. Essen anbieten, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der mag uns nicht. Was müssen wir jetzt machen? Naja, er sagt gerade nichts. Okay, dann geben wir ihm einen kleinen Knuff. Leichtes Anstoßen. Versuch zu verstehen, Rummel. Das hier ist ein Tempel von Niusau, dem großen schwarzen Ochsen. Wir sind seine Diener und Bewahrer seines Tempels. Wir tauschen keine Jacks um. Das sieht aber nicht so sanft aus, Mary Lee. Alter, die macht hier Rückwärtssaltos und Roundhouse-Kicks. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also ich glaube, langsam mag der das. Was müssen wir jetzt noch machen? Versucht, auf Rutas zu steigen. Vorsichtig annähern. Okay. Ach nee, der ist nicht so nett. Der ist nicht so nett. Das ist nicht gut. Ich glaube, unsere Argumente sind überzeugend genug. Jetzt müssen sie meinen Jack ersetzen. Es gibt viele wilde Jacks in der Nähe des Sees im Norden. Ihr könnt euer Jack gegen eins davon umtauschen. Aber das ist doch süß. Das ist doch blöd. Ich mag den Grummel da hinten nicht. Blausattel. Armer Rutas. Müssen wir mit denen mitlaufen? Nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann lassen wir die mal gehen. Hier oben haben wir noch eine Quest. Bewacherkommandant Kipan. Kipan, tatsächlich. Was braucht ihr? In den Fußstapfen des Vaters. Ja, der Vater des Jungen, Speer Kuyao, ist verschwunden. Er könnte an vielen verschiedenen Orten sein. Dieser Tage mangelt es uns nicht an Feinden. Es steht euch frei, euch nach Belieben umzusehen. Ihr könntet damit beginnen, nach seinem Jack zu suchen. Oder indem ihr Speer Yalu fragt, was er weiß. Alles klar? Wo ist Speer Yalu? Finden wir den hier irgendwo? Nee, tun wir nicht. Aber? Nee. Doch, tatsächlich, die sind hier unten irgendwo im Tempel drin scheinbar. Oder hier unten? Ah ja, da ist er tatsächlich. Ihr sucht nach Kuyao. Ich habe ihn schon seit mehreren Tagen nicht gesehen. Ihr glaubt doch nicht, dass er in Schwierigkeiten steckt. Ich hoffe es natürlich nicht. Dann müssen wir weiter zu wir müssen das Futon des Vaters und den Schild des Vaters finden. Und Hatcha auch finden. Ich weiß nicht, wer Hatcha ist, aber wir suchen mal. Wir suchen mal. Irgendwo hier muss es ja irgendwas geben. Hatcha, da ist Hatcha. Findet Hatcha. Das ist Hatcha, Speer von Kuyaos Jack. Okay.
Speyakuyaushack. Kommt da noch irgendeine Information? Ich glaube nicht, oder? Nee. Hm. Ist das sein Schild? Sieht aus wie ein Schild, ne? Aber können wir nicht aufheben. Dann gucken wir uns mal um, was wir hier haben. Ah ja, die Rüstmeister für Tapferkeitspunkte. Die Tapferkeitspunkte bekommt man aus PV... Die bekommt man aus Instanzen und Raid-Instanzen, glaube ich. Habe ich mich jetzt mit den neuen gar nicht auseinandergesetzt. Also es gab Gerechtigkeitspunkte und Tapferkeitspunkte, glaube ich. Eins von beiden, von den beiden ist höher angesiedelt. Das heißt, die, die höherstufig sind, die kriegt man quasi von Raid-Bossen und die restlichen kriegt man von normalen Instanzen-Bossen. Werden wir in Zukunft sicher auch einige davon sammeln und uns hier Rüstungsgegenstände dafür holen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Schild finden. Wobei ich hier jetzt eigentlich überhaupt nichts in die Richtung sehe. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das sein soll. Da kommen wir nicht rein. Können wir hier hinten irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Hm, das ist komisch. Oh, da haben wir wieder so eine Schriftrolle. Sehr gut. Entdeckt jedes der Geschichtsobjekte in Pandaria, die die Geschichte von Shao Hao, dem letzten Kaiser Pandarias, erzählen. 1 von 8 erst, okay. Ich mache euch das nochmal auf, falls ihr euch das durchlesen möchtet. Könnt ihr ja auf Pause drücken. So, alles klar. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Können wir eventuell irgendwann anders mal machen, in so einer Special-Folge, wenn das irgendjemand unbedingt hören möchte. Von mir vorgelesen. So, mal schauen, was haben wir hier? Da haben wir das Futon, oder? Genau. Oder den Futon. Kajos Futon ist leer, er ist nicht hier. Okay, da ist ein Schild. Oh, das ist das Schild von vom Schwarzen Tempel. Ein Name ist in den Schild graviert. Speer Kujau, er gehört dem Vater des Jungen. Black Temple, der Schwarze Tempel aus Burning Crusade, dem ersten Add-on, wo es quasi in die Scherbenwelt ging. Ich hoffe, ihr erinnert euch da noch dran. Die letzte Raid-Instanz davon, die Tier 6 Raid-Instanz, Schwarzer Tempel, da gab es diesen Schild hier als Belohnung vom Endboss von Illidan. Richtig geiles Teil, damit sind früher ziemlich wenige Leute rumgelaufen. Also wirklich zu 70er Zeiten, ja. Das war damals sehr, sehr rar und damals waren die Raid-Instanzen auch sehr hart, muss man dazu sagen. Da hat man teilweise, ist man wirklich wochenlang dran gesessen und hat versucht, die Bosse zu legen. Das ist nicht mehr vergleichbar mit heute, wo quasi Raid-Instanzen von den besten Gilden der Welt innerhalb von einer Nacht oder so gelegt werden, nachdem sie released worden sind. Also das ist teilweise inzwischen echt lächerlich geworden, wenn man das mit früher vergleicht. Für viele ist auch Burning Crusade das beste Add-on gewesen, einfach weil da noch so ein Schwierigkeitsgrad mit drin war, der einem wirklich, ja, woran man sich die Zähne ausgebissen hat teilweise, aber eben auch mit wunderschönen Ausrüstungsgegenständen. Ich kann euch das hier mal zeigen, und zwar das ganze Tier 6 Set, das war eigentlich mit das Hübscheste. Schauen wir mal kurz, Sammlungen, Tier 6, Kriegerschutz, hoppala, einmal zurück, Kriegerschutz, Rüstung des Ansturms, genau, rüsten wir das alles mal aus. Also, das waren früher auch 8 Teile, inzwischen sind das ja wieder 5, wie auch davor schon. Also das war mit das umfangreichste Schlachtzugs-Rüstungsset, was man sammeln konnte. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Bei einem größeren Charakter natürlich umso mehr, bei einem Tauren oder so. Aber das war auch mit den ganzen anderen, zum Beispiel Jäger fand ich persönlich noch sehr, sehr hübsch gemacht. Wenn wir uns das hier mal ausrüsten. Da hatte man auf den Schultern noch so Augen, die sich bewegt haben, auf und zu geklappt. Also das ist, da haben sie sich wirklich damals richtig viel Mühe gegeben. Und das sah zum Beispiel auf einem Tauren sehr, 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 sehr episch aus. Und ja, wie gesagt, Burning Crusade, vor allem Black Temple, das war so mit das Highlight bisher in World of Warcraft. Auch meiner Meinung nach. So, da vorne können wir die Quest abgeben. Wer seid ihr denn? Alter, wir haben dir gerade geholfen, deinen Vater zu finden. Kein Schild, keine Armbrust, kein Jack. Vater ist etwas Schlimmes zugestoßen. Danke für eure Hilfe. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach meinem Vater. Müssen wir dem nicht helfen oder so? Schafft er das alleine? Hoffentlich finde ich ihn. Okay. Da hinten können wir scheinbar noch eine Quest annehmen. Mal gucken, ob wir da tatsächlich was finden. Ah ja, Blausattel, tatsächlich. Mit dem hatten wir ja vorhin schon geredet. Nehmen wir die Quest mal an. Der wollte sich ja ein neues Jack fangen. Ich werde ihn Feuer unterm Hintern machen. So, wo ist er denn? Da ist er. Ha, ich bin Feuer und Flamme.
Vielleicht sollten wir das morgen machen, weil ich glaube, da startet direkt ein Event, wenn wir die Quest annehmen. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder hier mit Blausattel zusammen, wenn wir ihnen ein neues Jack besorgen. Bis dahin, ciao.